Und dann siehst du, so sah das Bild vorher aus und so sieht das Bild jetzt aus. Ich sitze wieder an meinem Computer und es geht weiter mit dem einfach Luminar AI Lernen Kurs. Eigentlich kostenpflichtig auf meiner Website lernvonben.de zum Download. Aber wir haben gesagt, lass uns den ganzen Kurs auch kostenlos auf YouTube raushauen, über 13 Monate verteilt. Und heute gibt es die dritte Lektion. Es geht weiter mit den Vorlagen. Und wenn du die erste und zweite Lektion noch nicht geguckt hast, schau sie dir mal an, weil die bauen aufeinander auf und sonst bist du so ein bisschen vielleicht raus aus dem Geschehen. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß mit den Vorlagen. Die sind nämlich ziemlich nice. Wir nehmen jetzt mal einfach ein anderes Bild, und zwar zum Beispiel dieses Bild hier, und klicken wieder auf Vorlagen. Dann hat er meistens das gespeichert vom vorherigen Bild, deswegen klicken wir hier oben auf Zurück. Und jetzt analysiert hier das Foto, das was darauf ist, und schlägt uns wieder Sachen vor. Die sind jetzt relativ ähnlich zu eben, aber du siehst zum Beispiel, jetzt wird Urbana-Stil vorgeschlagen. Da können wir mal raufklicken, das war eben nämlich nicht dort gewesen, und schauen mal, was jetzt hier so drauf passt. Ziemlich blau. Ah, schwarz-weiß sieht gar nicht so schlecht aus. Das wäre doch vielleicht eine ganz interessante Sache, da ein Schwarz-Weiß-Bild draus zu machen. Also ich habe mir jetzt die Inspiration geholt aus den Vorlagen. Schwarz-Weiß wäre vielleicht eine coole Sache, aber das Schwarz-Weiß, so wie es da aussieht, ist mir noch ein bisschen zu flau. Vielleicht gibt es ja hier irgendwo Schwarz-Weiß. Gehen wir mal durch. Da, monochrom. Klicken wir mal rauf. Elegantes Matt. Gefühlsvoll. Filmkorn, das ist jetzt so richtig so ein alter Vintage-Look. Sieht aber auch cool aus, hat was. Leuchtturm Loki. Das passt doch zu dem Bild ziemlich gut. Jetzt kommen die Kontraste sehr, sehr gut raus. So, und anhand dieser Bearbeitung, dieser Vorlage, dieses Presets, gehe ich jetzt wieder auf Bearbeiten und schaue, was kann ich da noch machen? Was kann ich zum Beispiel noch verstärken? Vielleicht den Kontrast noch mehr verstärken. Oh ja, das sieht doch super aus. Vielleicht die Lichter ein bisschen runter, Lichter ein bisschen hoch. Einfach mal so ein bisschen ausprobieren, an den Reglern ziehen. Wir machen gleich eine ganze Lektion, wo ich alle Regler einmal erkläre und zeige, was genau man damit machen kann. Aber das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. So, jetzt fällt mir eine Sache hier auf. Vielleicht ist es dir auch schon aufgefallen, und zwar hier an dieser Stelle. Siehst du das? Das ist ein Sensorfleck. Wenn es regnet, kann es sein, dass Regentropfen auf der Linse vorne drauf sind, und diese Regentropfen sehen dann später im Bild, wenn sie getrocknet sind, so aus. Kann auch manchmal ein Staubkorn sein, also wirklich was ganz Kleines, was aber so nah an der Linse ist, dass es eben groß zu sehen ist. Manchmal ist es auch auf dem Sensor selbst drauf, also nicht auf dem Objektiv, und diesen Fleck, den möchte ich weghaben. Wie macht man das? Also auch wieder hier jetzt die Fragestellung, was will ich haben? Zuerst wollte ich schwarz-weiß, jetzt fällt mir was auf, was ich noch hässlich finde. Diesen Fleck, den will ich weghaben. Zuschneiden könnte ich machen, würde jetzt aber nicht so viel bringen. Wir können ja mal draufklicken. Ah, da würde auch gar nicht so viel zuschneiden, würde einfach nur sagen, ein bisschen zentrieren vielleicht, ein bisschen unten was wegnehmen. Brauche ich aber nicht, finde ich eigentlich gut, dass es so war. Ich kann hier oben einfach auf diese Ecke raufklicken, dann wird es rückgängig gemacht, auf dieses kleine Backspace-Symbol hier. Ich nehme jetzt mal das Radieren. Klicke hier rauf auf Radieren und diesen Radierer. Hier wird es auch Pinsel genannt, kann ich im Pinselradius vergrößern. Also ich klicke hier drauf, mache den Pinselradius ein bisschen größer, ungefähr so groß wie auch der Fleck ist. Ein bisschen größer, und jetzt male ich hier einfach mal so einen Kreis außenrum, zack. Und jetzt klicke ich auf Radieren. Bumm. Und jetzt gucke ich mir das Ganze nochmal an. Und der Fleck ist wegradiert. Und hier oben sehe ich noch einen kleinen Fleck. Da in diesem Ding hier, da klicke ich auch mal auf Radieren und der Fleck ist wegradiert. So einfach ging's. Also so kann man sehr schnell Flecken auch wegradieren. Ich würde das Bild jetzt mal so lassen und wir gehen später nochmal ran, gucken nochmal zurück in die Vorlagen, was wir sonst noch so haben. Ich nehme dafür mal ein anderes Bild. Vielleicht nehmen wir diesmal mal hier so ein Tierbild, gehen nochmal in Vorlagen rein. Ist hier so ein schöner Wolf. Der würde bestimmt auch in Schwarz-Weiß richtig cool aussehen. Schwarz-Weiß eh underrated. Ich mag Schwarz-Weiß sehr gerne. So, jetzt zeigt er mir an für dieses Bild. Also er erkennt das Motiv und sagt Tierfreunde. Ah, er weiß also tatsächlich, das ist ein Tier.
Das hat er selber erkannt. Das ist schon cool, oder? Klicken mal rauf und schauen mal, was es hier gibt. Vintage-Look mehr. Das sieht doch schön aus. Leben im Park. Aber es gibt ja noch mehr Filter. Wir schauen einfach mal rum. Den können wir uns mal merken. Leben im Park. Du kannst dir das Ganze auch als Favorit speichern, nämlich hier unten. Wenn du jetzt sagst, das ist mein Favorit, Leben im Park, sagst du zu Favoriten hinzufügen. Also den findest du sehr gut. Kannst du nochmal bearbeiten das Ganze. Und dann zu Favoriten hinzufügen. Also nochmal Feineinstellungen machen, dann als Favorit speichern. Das ist eine sehr, sehr gute Sache. So, aber wir haben noch andere Filter. Das ist so ein bisschen das Prinzip wie bei Instagram, ne? Wenn man durch die Filter durchswipet, man hat halt sehr, sehr einfach jetzt eine Bearbeitung, die zu dem Bild passen kann, aber natürlich auch nicht passen kann. Das ist jetzt immer so eine Frage, was will man auch haben. Aber das würde zum Beispiel bei dem Bild doch ziemlich cool aussehen. Und wenn du dich jetzt fragst, wie sieht das Bild aus im Vergleich zum Vorherbild, also was haben wir jetzt da tatsächlich verändert, klickst du einfach hier oben auf dieses kleine Auge und dann siehst du, so sah das Bild vorher aus. Und so sieht das Bild jetzt aus. Also ist schon eine coole Verbesserung, sehr, sehr einfach, viel Kontrast, schön die Farben rausgeholt, die Augen sehen jetzt auch schön aus, passen schön zum Hintergrund. Und hier kannst du dir das Ganze auch an diesem Symbol nebeneinander angucken und das so hin und her schieben, wenn du auf die Linie raufklickst und die so ziehst. Cool, oder? Okay, wenn wir es nicht mehr haben wollen, klick mal wieder rauf. Und hier kannst du auch reinzoomen, rauszoomen. Und dir alles ganz genau angucken. Also das ist auch ein cooler Filter oder eine coole Vorlage. Klicke ich auch mal auf Favorit drauf. Ich gehe mal zurück in die Vorlagen und gehe mal hier unten einfach durch. Und du siehst, hier gibt es noch ganz viele andere Filter, zum Beispiel für Porträt. Es kann ja auch ein Porträtfilter gut aussehen auf so einem Hund. Das sind dann eher so eine abgefreakten Filter, ein bisschen künstlerisch, wie mit so einem Kristall oder sowas vorgehalten, so Lichteffekte, Light Leaks mit reingemacht. Kann natürlich auch gut aussehen, muss nicht gut aussehen. Am besten ist einfach, wenn du dich durchklickst, aber man sollte sich auch nicht verrückt machen, sondern einfach das nehmen, wo man sagt, das gefällt mir gut. Vielleicht gibt es noch was, was mir noch ein bisschen besser gefällt, aber man kann auch Ewigkeiten am Computer verbringen und ich verbringe lieber mehr Zeit beim Fotografieren. So, und die Favoriten, wir haben ja vorhin schon einen Favoriten hinzugefügt. Findest du hier oben ihre Lieblingsvorlagen, Abendkühle, zack, Leben im Park. Also wenn du jetzt gemerkt hast, diese Vorlagen gefallen mir besonders gut, speichere die dir einfach als Favoriten, dann kannst du ja gucken, ob die zum einen Bild passen oder zum anderen Bild. Meistens, wenn eine Vorlage gut passt, passen die auch gut zu anderen Bildern. Und wenn du jetzt sagst, ich möchte das ein bisschen abschwächen, hatten wir vorhin auch schon gemacht, einfach hier unten nochmal am Regler ziehen. Aber ich finde tatsächlich, auf 100% sieht das sehr, sehr gut aus. Aber manche sehen zu stark aus auf 100%. Manchmal kann man auch kreative Effekte erzielen, wenn man es nicht auf 100% lässt, sondern so ein bisschen miteinander mischt. Das musst du einfach mal ausprobieren. Und das ist es erstmal zum Thema Vorlagen. So funktionieren die Vorlagen in Luminar AI. Und wir gehen jetzt direkt über in den nächsten Teil, und zwar ins wirkliche Bearbeiten. Und ich erkläre dir jetzt alle diese Regler und was die genau machen, natürlich an verschiedenen Fotos. Weiter geht's in ein paar Wochen auf diesem YouTube-Kanal. Wenn dir das Video heute gefallen hat, dann gib doch gerne mal einen Daumen hoch und abonniere den YouTube-Kanal, aktiviere die Glocke, um keine Folge mehr zu verpassen. Und wenn du Luminar AI noch nicht hast, dann beantworte doch jetzt einfach die folgende Frage. Wofür steht das AI? Steht es A für After Inception oder steht es B für Artificial Intelligence? Unter allen richtigen Antworten verlosen wir eine AI-Vollversion und auch direkt noch die neue Neo-Version, sobald natürlich verfügbar. Denn da in ein paar Wochen bereits Luminar Neo rauskommt, eine neue, umfangreichere Version, gibt es aktuell einige Vorbestelleraktionen mit richtig guten Deals. Es kann also sowohl Sinn machen, sich die neue Version schon vorzubestellen, als auch die bisherige zu einem sehr, sehr reduzierten Preis zuzulegen. Link dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und bei der AI-Version gibt es mit dem Code Jaworski auch direkt noch 10 Euro Rabatt. Nochmal auf das Reduzierte. Also kann man sich schon richtig was sparen. Den Kurs werden wir trotzdem weiter releasen, denn wahrscheinlich sind die Neo-Funktionen für die meisten Leute gar nicht so relevant und die normale AI-Version völlig ausreichend. Den kompletten Kurs gibt es natürlich weiter auf unserer Website. Sofort komplett zum Runterladen, ohne Wartezeiten, aktuell auch im Sale für 20 Euro. So, bis zum nächsten Mal und vergesst nicht, rauszugehen und ein paar Fotos zu machen.